Ich unterbreche die Sitzung bis 15 Uhr, um die geplante Anfragebesprechung durchführen zu können. Der dritte Nationalratspräsident hat es gesagt, es ist 15 Uhr in Kürze und da wird es eine kurze Debatte geben. Eigentlich angesagt hat er ja den Tagesordnungspunkt 8 von heute 30 Tagesordnungspunkten. Es sind auch zwei kurze Debatten vorgesehen. Das heißt, es wird ein langer Parlamentstag, aber das sind wir gewohnt. Die Juli-Sitzungen, das sind die letzten Sitzungen vor der Sommerpause, sind immer sehr lange Sitzungstage. Und dieser Punkt 8, der Tagesordnungspunkt 8, der nach der kurzen Debatte aufgerufen wird, da wird es gehen um die Dienstrechtsnovelle 2021. Die wurde im Verfassungsausschuss vorberaten und geändert werden hier die Homeoffice-Regelungen im Bundesdienst. Daher der Vizekanzler ist gekommen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Den Bildungsminister sehe ich, den Innenminister. Aber der Vizekanzler, der ja für den öffentlichen Dienst zuständig ist, ist eben auch gekommen für diese Änderung des Dienstrechts. Insbesondere soll es künftig möglich sein, in beiderseitigem Einvernehmen von der Vorgabe abzuweichen, dass der Dienstgeber die für Telearbeit notwendigen technischen Arbeitsmittel bereitzustellen hat. Für solche Fälle soll demnach eine Aufwandsentschädigung gebühren. Analog zur Regelung in der Privatwirtschaft wird außerdem im Bundesbedienstetenschutzgesetz klargestellt, dass Arbeitsinspektorinnen nicht berechtigt sind, Wohnungen von Bediensteten im Homeoffice zu betreten, außer wenn die Beschäftigten das eben wollen. Und das Ganze findet eben nach dieser kurzen Debatte statt, die um 15 Uhr aufgerufen wird. Und kurze Debatten sind auch immer kurz, die Redezeit ist beschränkt für alle Parlamentsparteien und eine kurze Debatte kann unter anderem stattfinden über eine Anfrage. Die politischen Parteien stellen ja Anfragen an die Ministerien. Oft wird da kritisiert, dass Anfragen mangelhaft beantwortet werden. Und da gibt es das Instrumentarium der kurzen Debatte. Wenn eine Partei unzufrieden war mit der Beantwortung aus dem Ministerium, kann in einer kurzen Debatte darüber debattiert werden im Plenum. Und die FPÖ hat eine Anfrage an den Bildungsminister gerichtet, betreffend Tragen von Masken im Unterricht, und die wird jetzt kurz debattiert. Über die Anfragebeantwortung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit der Ordnungszahl 5760 AB. Die erwähnte Anfragebeantwortung ist bereits verteilt worden, sodass sich eine Verlesung durch den Schriftführer erübrigt. Und ich darf aufgrund einer Anfrage des Herrn Bundesministers auch festhalten, dass selbstverständlich auch bei Temperaturen wie diesen auch ein Minister nicht unbedingt das Sakko tragen muss, so wie das auch viele im Haus handhaben. Wir gehen in die Debatte ein. Ich mache darauf aufmerksam, dass gemäß § 57a Absatz 1 der Geschäftsordnung kein Redner länger als 5 Minuten sprechen darf, wobei dem Erstredner zur Begründung eine Redezeit von 10 Minuten zukommt. Stellungnahmen von Mitgliedern der Bundesregierung oder zum Wort gewählten Staatssekretär sollen nicht länger als 10 Minuten dauern.